Wir haben uns in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten eine Welt gebastelt, in der alles wohl geordnet war, in der jedes seinen Platz hatte. Und das hat Kreativität gelähmt. Wir könnten fantasievoller sein, innovativer sein, kreativer sein, als wir tatsächlich sind. Wer heute Unternehmer ist, der ist keineswegs deswegen besonders angesehen, obwohl er eine außerordentlich anspruchsvolle Leistung erbringt, sondern er wird sogar in gewissem Umfange sozial geächtet. Die besonders kreativen, fantasievollen Schichten der Gesellschaft kommen nicht zur Entfaltung oder nur bedingt zur Entfaltung. Und das muss geändert werden.